bin an dieses 2-Minuten-Painting gegangen, ohne mir vorher irgendwie Gedanken zu machen. Ich war offen und frei und einfach nur neugierig und hab mich drauf eingelassen. Mhm. Und was ist für dich dann dabei rausgekommen? Was hat es manifestiert? Es war eine ganz tolle Erfahrung. Wir hatten 3 Farben Streifenpapier. Wir hatten 3 Streifen Farbe auf dem Pappteller, genau, und mussten die ganze Farbe auf das Papier bringen und durften nichts dabei denken. Und die Trainerin merkt ganz schnell, ob man im Kopf ist oder beim Herzen, und sie ermahnt dann einen. Und ich war eine davon, die im Kopf war. Und als ich dann wirklich losgelassen habe und nur vom Herzen gemalt habe, kam dann dieses Bild dabei raus. Ja. Und was bedeutet dieses Bild für dich? Also es ist unterschiedlich. Je nachdem, wie man das Bild hält, kann man das unterschiedlich interpretieren. Mhm. Hier sieht man einmal diesen Drachen, der sich entfaltet und aus sich herauskommt, groß und stark und mächtig wird. Und wenn man es so rumhält, nein, so rum, da ist dieser große, starke, mächtige Mann, der auf diese Menschenmenge schaut und einfach reflektiert. Mhm. Und also man spricht selber dann über das Bild und lässt dann auch die anderen Teilnehmer an dem Bild teilhaben und ihre Intentionen zu präsentieren. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Würdest du das weiterempfehlen? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Mhm. Und ich kann es jedem nur ganz warm ans Herz legen, es zu probieren. Mhm.